Handel, bitte nehmen Sie Platz. Bevor wir miteinander reden, darf ich Sie bitten, die Mütze abzunehmen. Das macht man bei Gericht. So, bitteschön. Und man macht noch was anderes. Man sagt die Wahrheit, wenn es irgend geht, denn sonst macht man sich strafbar. Man kann allerdings immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Mirko ist Ihr Vorname, Herr Brandl. Sie sind 22 und wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf, Herr Brandl? Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, ist richtig, ja. Herr Brandl, Sie sind ja der Rest der Dreier-WG, will ich mal so sagen. Paula Münchow hat ja bis zu Ihrem Auszug dort gewohnt und der Angeklagte bis zu seiner Verhaftung. Und Sie haben Paula Münchow am 3. Februar im Park gefunden. Kaum, dass sie ausgezogen war, ist sie verletzt worden. Sind Sie ihr nachgegangen? Nee. Also das war reiner Zufall, dass ich sie da gefunden habe. Weil ich kam von meinem Fußballtraining. Das war, lassen Sie mich nicht lügen, das war kurz nach 5. Bin ich durch den Johannes-Müller-Park gegangen, weil das eine gute Abkürzung ist, damit ich schneller zu Hause bin halt. Und da habe ich da jemanden da auf der Straße gesehen, auf dem Boden. Und ich dachte, da wäre einer hingefallen oder gestolpert. Dann dachte ich, gehst mal hin und hilfst ihm auf. Ja, dann habe ich gesehen, dass da Paula lag. Ne? Und in dem Moment, haben Sie da noch irgendeine andere Person gesehen? Nee, der Johannes-Müller-Park war wie ausgestorben. Keine Sau war da, aber es war ja auch scheiß Wetter, also daher. Haben Sie gleich gesehen, wie schwer verletzt die Paula war? Nee, zuerst habe ich da gar nichts gesehen. Ich habe zwar versucht, sie zu schütteln, aber sie hat keine Antwort gegeben und so. Aber es war ja jetzt auch nicht voller Blut oder so. Und wie war das mit Pfeil und Bogen? Ja, das war schon so eine komische Sache. Also zuerst habe ich den Pfeil natürlich nicht gesehen, weil halt Paul auf der Seite lag. Und als ich dann den Pfeil im Rücken gesehen habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Ne? Das sah genauso aus wie einer von meinen Pfeilen. Ja, wie sich danach herausgestellt hat, war es auch einer von meinen Pfeilen. Mhm. Das kam aber erst später raus, wo sich herausgestellt hat, dass meine Pfeile und mein Bogen nicht mehr in der WG waren, der da, Bogen, wo ich sie hingelegt hatte. Das war dieser hier, ne? Richtig, den hat die Polizei ein paar Meter weiter von Paula weggefunden, irgendwo im Gebüsch. Ja, ich habe auf jeden Fall direkt 112 gewählt, mhm, ne? Das war auch wunderbar. Das war auch notwendig. Wann haben Sie Ihren Mitbewohner, den Florian Hedecke, an diesem Tag zuletzt gesehen, bevor Sie Paula im Park getroffen haben? Florian, ich saß mit Florian kurz vor 3 in der WG. Haben wir noch eine Zigarette geraucht. Dann bin ich zum Fußballtraining gegangen. Und ja, halt, Paula habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Die war in ihrem Zimmer, war krank oder so. Hat mich aber in dem Fall jetzt auch nicht interessiert, ne? Wussten Sie, dass Paula Münchow 50.000 Euro gefunden hatte? Gar keine Ahnung hatte ich davon. Ich wusste überhaupt nichts. Er hat mir ja auch nichts davon erzählt. Na, wir auch. Er hat ja auch nichts davon gewusst. Ja, ich finde es auch vollkommen Schwachsinn, dass Sie den hier sitzen haben. Der hat mit der Sache garantiert nichts zu tun. Sie haben garantiert den Falschen hier sitzen. Also Sie stellen Ihrem Kumpel jetzt einen Persilschein aus. Was der wert ist, können wir uns ja alle überlegen, wenn Sie vielleicht mal in Erinnerung rufen, woher Sie sich kennen. Sie kennen sich doch aus diesem Camp für schwer erziehbare Jugendliche, dem man unverständlicherweise auch noch das Bogenschießen beibringt. Sagen Sie mir jetzt mal lieber Folgendes. Ist Ihr Kumpel, der Angeklagte, schon mal handgreiflich geworden gegenüber der Paula Münchow? Bitte, das ist doch lächerlich, okay? Hier, Florian, ja, das ist einer meiner besten Kollegen überhaupt. Mhm. Der macht so eine Scheiße nicht. Der hat vielleicht Drogen vertickt, der hat vielleicht auch Einbrüche gemacht. Ja, habe ich auch gemacht. Und das ist vielleicht auch das, was uns verbindet, keine Ahnung. Aber der Junge ist wie ein Bruder für mich. Der weiß noch, was Freundschaft bedeutet. Also wenn Sie sich so gut wie brüderlich kennen, dann hat Ihnen der Angeklagte doch vielleicht auch gesagt, was er denkt oder warum die Paula Münchow am 3. Februar aus der WG plötzlich ausgezogen ist. Hat er dazu was gesagt? Nö. Er hatte keinen Bock, mit mir darüber zu reden. Aber kann ich auch verstehen, dass er angepisst war, so großzügig, wie er zu Paula war. Also sie mit bei uns zu der WG gebracht habe. Und am Anfang war ich nicht begeistert, weil wir hatten einen schönen, gemütlichen Pokerraum. Den sollten wir dann opfern, natürlich, damit sie da rein kann. Aber als wir dann auch beide gesehen haben, wie happy die war, dass sie jetzt mal uns einziehen kann. Und dazu kam ja auch noch, die ist uns in den Arsch reingekrochen. Morgens haben wir Kaffee gekriegt, abends haben wir Fritten gekriegt und so ein Zeug. Aber da sie hat sich hat das natürlich nur so lange gemacht, solange sie was von ihm hatte. Als sie gemerkt hat, dass sie nichts mehr von ihm hat, beziehungsweise wo sie die Kohle hatte, hat sie den fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Herr Brandl, mal was ganz anderes. Mein Mandant hat mir erzählt, dass Sie sich ziemlich verändert hätten, nachdem die Paula in die WG eingezogen ist. Ist da was dran? Nee. Keiner weiß. Hat er mir erzählt. Also, Sie hätten immer wieder die beiden heimlich beobachtet. Sie hätten sie sogar heimlich gefilmt. Zum Beispiel auch, wenn Sie sich miteinander im Bett vergnügt hätten. Nein, das hat er Ihnen niemals erzählt. Komm. Florian, stimmt das?
Ja, Mann, ich wollte keine Warum Panik schieben. Wenn ich dir das gesagt hätte, dann hättest du vor lauter Fassungslosigkeit deine Klamotten gepackt und wärst weg gewesen. Ey, was soll der Scheiß denn jetzt von dir, Junge? Hören Sie mal, er will mich hier nur als perverses Schwein darstellen. Das bist Das ganze du auch. Bekackte Video, das ich da gedreht habe, das habe ich nur gedreht, weil er das wollte, weil er es ja so geil fand. Weißt du, was beim, ja, Sie wissen schon zu sehen. Nur mal was zu Perversität, weißt du, sich da in Türspalt zu stellen und uns dabei zu beobachten, was wir machen, das ist pervers. Ja, sich daneben zu stellen und dann auch noch die Videokamera zu nehmen, das ist pervers. Was erzählst du da? Nicht, dass ich mit meiner Freundin im Bett liege und meinetwegen auch noch mit ihr schlafe, das kann dir am Arsch vorbeigehen. Du warst einfach nur total eifersüchtig. Was anderes war es nämlich nicht. Ja, klar, natürlich. So weit zu Ihrer Freundschaft. Herr Brandl, haben Sie sich zu Paula Münch an irgendwie hingezogen gefühlt? Ja, ich fand sie schon ganz niedlich, ne? Haben Sie ihr das auch mal gesagt? Ich hab's nicht direkt gesagt, ich hab's angedeutet, aber mehr eben nicht, ne? Und wann fand diese Andeutung statt? Die Andeutung habe ich gemacht am 2. Februar in der Küche. Da meinte ich halt zu ihr, dass wir ein viel besseres Paar abgeben würden. Tatsache ist doch, Herr Brandl, dass seitdem die Paula eingezogen ist, haben Sie versucht, bei ihr zu landen. Ja, aber der Mandant war einfach schneller. Er hat sie Ihnen einfach weggeschnappt. Und irgendwann haben Sie dann am 2. Februar, glaube ich, war es, ihr einfach mal ins Gesicht gesagt, dass Sie sie lieben. Und sie hat sie ganz knallhart abblitzen lassen, sie richtig verhungern lassen. Und das hat Sie natürlich verletzt, das konnten Sie nicht ertragen. Da ist bei Ihnen die Sicherung durchgebrannt. Da haben Sie mit Ihrem Pfeil und Bogen auf Sie geschossen im Park einen Tag später. Was, bitte, ich tue doch so einen Schwachsinn nicht. Wir haben vielleicht ein paar Differenzen, aber wie gesagt, dieser Junge ist wie ein Bruder für mich. Und unter Brüdern ist die Frau des anderen tabu. Mhm. Und was er jetzt hier für einen Scheiß erzählt und warum er mich hier mit reinreitet, kann ich doch nicht wissen. Ja, weil es jetzt um seinen Kopf geht und da will er von sich ablenken. Und da kennt er natürlich keinen Kumpel mehr und keinen Genossen. Nein, weil Bloß er einfach unschuldig ist. So einfach ist das, Herr Brandl. Und seit Ihrem Aufenthalt, Ihrem gemeinsamen im Camp im Jahre 2003, sind Sie Hobbyschütze. Und Ihnen gehört nun auch einfach mal Pfeil und Bogen. Ja, toll. Ja, ich war mit einem schwer erziehbaren Camp. Und ja, ich weiß auch, wie man mit diesem Bogen schießen kann. Aber er war auch in diesem Camp. Und er hat auch gelernt, wie man mit diesem Bogen schießen kann. Und der hatte den genauso oft in der Hand, wie ich ihn hatte. Trotzdem konntest du viel besser damit schießen als ich. Wo war der Angeklagte am 3. Februar, als Sie nach Hause gekommen sind? In seinem Zimmer war er. Sie werden ihm doch von dem Angriff auf Paula erzählt haben. Und auch, dass Sie Ihren Pfeil und Bogen dann vermissen, oder nicht? Ja, ich wollte mit ihm drüber reden, aber ich habe halt an die Zimmertür geklopft und sehr gesprächig war nicht. Er meinte einfach nur, ja, die Olle ist jetzt halt weg, das ist ihr eigenes Problem. Und ja, da habe ich halt gedacht, dann lässt ihn in Ruhe. Ich wollte ihn auch nicht mehr weiter damit behelligen. Aber zwei Tage später kam ja sowieso die Polizei und hat ihn abgeholt, ne? Wir fragen an den Zeugen Brandl. Dann setzen wir mit der Tante der Zeugin fort. Simone Abel, Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Abel, hier vorne ist gerade für Sie Platz geworden. Frau Abel, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Simone ist Ihr Vorname, Sie sind 45 Jahre alt und wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin. Und mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig, ja. Frau Abel, Paula Münchow ist ja Ihre Nichte und Sie haben ihr eine Tasche ins Krankenhaus gebracht, in der 50.000 Euro waren. Warum hat Paula die unbedingt haben wollen? Einen Tag, nachdem Paula operiert worden ist, hat sie mich angerufen. Einen Tag nach dieser Pfeilattacke. Da habe ich mich noch gewundert, weil ihre Verletzung ja wirklich nicht ohne war. Und da denkt man ja wohl an alles andere als an so eine blöde Tasche. Aber sie war ganz aufgelöst am Telefon, panisch schon fast. Die Stimme hat gezittert. Sie bräuchte diese grüne Sporttasche unbedingt. Die hätte sie angeblich bei meiner letzten Geburtstagsfeier in meiner Gartenhütte vergessen. Ja, und dann hat sie noch gesagt, ich soll da auf keinen Fall reinschauen. Und das kam mir schon alles sehr komisch vor. Aber ich habe ja gesagt, bin zur Hütte und habe die Tasche geholt. Und sich glücklicherweise nicht daran gehalten, nicht hineinzuschauen, nicht? Warum? Da kam irgendwie ein ganz komischer Geruch aus dieser Tasche. Ja, und da wollte ich doch einfach mal wissen, was ich da eigentlich mit mir rumtrage. Also habe ich die Tasche aufgemacht, da hatte ich diese Plastiktüte in der Hand. Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich die ganzen Geldscheine gesehen habe. Ich habe Paula dann auch gleich zur Rede gestellt und da hat sie mir diese komische Geschichte von der Umkleidekabine erzählt.
Aber ganz im Ernst, die glaube ich ihr bis heute nicht. Aber jedenfalls haben Sie Ihre Nichte dazu gebracht, das Geld bei der Polizei abzugeben. Ja, sicher. Ich habe ihr die Hölle heiß gemacht. Ich habe ihr gesagt, dass sie das natürlich auf gar keinen Fall behalten kann. Paula, wenn an der Sache was faul ist, dann versprich mir wenigstens, dass du dich endgültig von Florian fernhältst. Sie haben doch überhaupt gar keine Ahnung. Sie machen sich ein Bild über mich und haben überhaupt gar keine Ahnung. Florian, was ich von dir weiß, das reicht mir, ja? Du hast deinen Ausbildungsplatz verloren, weil du nachts Spritztouren mit Neuwagen machst. Ja, und? Ist das vielleicht nur ein dummer Jungenstreich für dich oder was? Ich habe mir jedenfalls meinen Teil gedacht, als ich dich gesehen habe. Eine Woche bevor Paula angeschossen worden ist in so einem schicken roten Zuhälterflitzer. In was für einem Wagen haben Sie Florian Heddecke gesehen? In einem niegelnagelneuen Sportwagen. Ferrari oder Porsche oder sowas. Zuhälterwagen. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, ich weiß es nicht, aber ja, der sah jedenfalls ziemlich teuer aus. Wann war das? Das war am 24. Januar. Das weiß ich deshalb, weil ich zum Steuerberater musste. Mhm. Und ich möchte wirklich mal wissen, woher Florian so einen Wagen hat. Ja, ich möchte das auch wissen, weil Florian hat bestimmt keinen Sportwagen. Von mir. Der hat noch nicht mal ein kleines Auto, weil er nur pleite ist. Woher hatten Sie diesen Wagen wirklich? Hm? Ja, also, den hatten wir... Halt bloß die Fresse! Halten Sie... Wag es dich! Heddecke, was ist plötzlich mit Ihnen los? Woher diese Nervosität? Herr Brandl, was wollten Sie gerade sagen? Also zuallererstes Mal, das war alles seine Idee. Boah, du bist echt so ein Arsch, ne? Sehe ich nicht so, Herr Heddecke. Herr Brandl, was für eine Idee? Ja, Florian war halt sauer, weil sie ihm da aus dem Autohaus rausgeschmissen haben. Weil er seine Spritztouren da veranstaltet hat. Mhm. Ja, und er hatte ja noch den Zweitschlüssel für den Ausstellungsraum. Da sind wir halt da reingegangen und haben da halt so zwei dicke Schlitten mitgenommen. Ne? Er meinte auch, er hat zwei Abnehmer dafür, beziehungsweise zwei Käufer. Ja, dann haben wir die Dinger halt verkauft. Ne? Und die haben die Autos auch bezahlt, nehme ich an. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Ja, das haben wir in dem Bunker versteckt, wie wir uns immer getroffen haben. Wie viel Geld haben Sie für die Autos bekommen? Keine Ahnung, ein paar tausend Euro. Och, ziemlich viel tausend Euro, nehme ich an. Paula, kennen Sie diesen Bunker? Ja, ich war ab und zu mal dort mit Florian. Ja, und weiter? Wie und weiter? Herrgott, muss ich Ihnen alles aus der Nase ziehen? Kann es sein, dass Florian und Mirka insgesamt 50.000 Euro für die Autos bekommen haben und die in diesem Bunker versteckt haben? Paula, haben Sie das Geld dort gefunden? Ich hab's gefunden. Dort? Dort, in dem Bunker. Aber nur ganz zufällig. Es lag in so einer alten Kiste. Ich habe nach einer Tüte Gras gesucht. Und ich wusste sofort, dass die beiden was damit zu tun haben, Mirko und Florian. Ich habe es erstmal mitgenommen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Habe aber erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich halt gemerkt, die sind total panisch geworden, als das Geld weg war. Und haben sich gegenseitig beschuldigt im Gespräch, das ich zufälligerweise mitbekommen habe, dass der andere das Geld genommen hat. Sie? Ich war so wütend, ich war so enttäuscht von Florian. Er hat schon wieder so eine krumme Sache gedreht. Und obwohl du mir versprochen hast, dass du dich änderst. Was hat er denn zu Ihnen gesagt, als er das Geld bei Ihnen gesehen hat? Ja, er hat es halt ja nur ganz zufällig mitbekommen, als ich es umgepackt habe. Und da habe ich ihm aber auch sofort ins Gesicht gesagt, dass ich die Schnauze voll hätte. Er hätte mich nur verarscht und mich nur ausgenutzt und dass er mich mal könne. Und ja, dann, dass ich das Geld behalten würde und dass er das nie wiedersehen würde. Ich würde es verstecken und wenn er es versuchen würde, es wiederzubekommen, dann würde ich zur Polizei gehen. Ja, und dann ist er total ausgerastet. Ich glaube, das war ein Fehler. Mehrere Fehler, Paula. Warum haben Sie bislang nicht die Wahrheit gesagt? Weil ich wollte es einfach behalten. Ich meine, nach dem ganzen Scheiß, nach Papas Tod und nach dem ganzen Ärger, ich wollte raus. Ich wollte eine Weltreise machen. Ich habe das schon so lange davon geträumt, einfach wegzukommen, mir was Gutes zu tun. Ich fühle mich total scheiße. Ich wollte das Geld behalten. Und dabei wäre ich überhaupt kein Stück besser als Florian und Mirko.
Hedwig, das klingt doch tatsächlich so, als ob Sie wussten, dass Paula das Geld hat. Und vor allen Dingen, wenn sie sagte, du kriegst es nicht wieder, sonst gehe ich zur Polizei, dass sie nichts unternehmen konnte. Einen Tag später trennt sie sich von Ihnen. Haben Sie auf sich geschossen? Ich war einfach so sauer, dass sie auf einmal so abgebrüht sein kann. Ich wollte ihr nur Angst machen und wollte ihr ins Bein treffen, aber ich kann nun mal nicht so gut schießen wie Mirko. Noch Fragen an die Zeugin Abel? Danke, danke. Bleibt nun vereidigt. Nehmen Sie hinten Platz, Frau Abel. Werden Anträge gestellt? Keine. Schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Bundesgericht, Herr Hedicke, die Schublade, in die ich Sie jetzt stecken werde und die ich ganz fest zumachen werde, die haben Sie sich selbst gezimmert. Das tun Sie mit Liebe und mit viel Hingabe. Das ist das Einzige, was Sie in Ihrem Leben, ich muss das leider so sagen, hinkriegen. Sie haben hier von Anfang an gelogen, von A bis Z. Ich höre dann, dass Sie Ihre Freundin als Ihr Besitztum mehr oder weniger verstehen. Die hat bei Ihnen gewohnt, jetzt hat sie was zurückzugeben an Sie. Sie unterdrücken anscheinend die Briefe, die von der Mutter an Sie gehen. Sie drücken Telefonanrufe weg. Sie lassen sich beim Geschlechtsverkehr filmen. So einen halben Spaß haben Sie an einem Mädchen, das sie liebt. Sie haben hier nur gelogen und deshalb glaube ich Ihnen gar nichts mehr. Und wenn Sie zum Schluss sagen, Sie wollten ihn nur ins Bein treffen, ist das schlicht und ergreifend eine Schutzbehauptung. Sie können recht gut Bogen schießen, das wissen wir aus dem Jugendcamp. Sie haben dort die entsprechende Ausbildung bekommen. Es war eine recht kurze Entfernung. Sie machen auch im Übrigen keine halben Sachen. Und als Drohung zum Angstmachen, Herr Hedicke, Sie können mich auch ruhig angucken, Sie müssen es aber nicht. War das doch völlig untauglich, oder nicht? Mit dem Pfeil im Bein rennt die doch zum nächsten Arzt und dann fliegt Ihre ganze Geschichte doch auf. Sie waren doch gerade ganz groß in den Hehlerbereich eingestiegen. Wenn ich das höre, 50.000 Euro zu zweit, das ist eine stolze Summe, oder nicht? Sie sind wirklich auf dem Weg zum Verbrecher und Sie haben es geschafft. Das ist ein versuchter Mord gewesen. Heimtückisch zur Verdeckung einer Straftat. Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren zu verhängen. Versuchter Mord, Frau Vorsitzende. Gefährliche Körperverletzung kommt noch dazu. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Tasic. Ja, die kommt nicht dazu, hohes Gericht, Entschuldigung, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, die kommt nicht dazu, sondern die ist natürlich ideal konkurrierend. Es ging dem Herrn Hedicke, hohes Gericht, nicht in erster Linie um das Geld, sondern es ging ihm auch darum, dass er sitzen gelassen worden ist von der Zeugin, für die er aus seiner subjektiven Sicht doch so viel getan hat in ihrer damals schwierigen Lage mit dem Tod des Vaters. Und es war natürlich auch eine Kurzschlussreaktion von ihm, so hat er das gesagt. Und ich glaube dem Mandanten, dass er keinen Tötungsvorsatz hatte. Wenn er sagte, er wollte sie nur ins Bein schießen, Sie können jedenfalls das Gegenteil hier nicht beweisen. Wir haben ja keine tragfähige Grundlage für ein versuchtes Tötungsdelikt. Selbst wenn, müssen wir zwangsweise über § 22, 49 des Strafgesetzbuch den Versuch mildern. Dann kommen wir auf eine Mindeststrafe von 3 Jahren. Herr Staatsanwalt Römer, dieser Mann ist gerade mal 21 Jahre alt. Ja? Er ist gerade im Erwachsenenalter. Müssen Sie zumindest bei der konkreten Strafzumessung es am unteren Bereich bewenden lassen. 3 Jahre Freiheitsstrafe. Mehr sollten Sie auf gar keinen Fall sein. Und im Hinblick darauf, dass er jetzt so lange erstmalig in Untersuchungshaft war, müsste man auch dann bei dieser Strafandrohung meines Erachtens den Haftbefehl aufheben. Es besteht keine Fluchtgefahr, er hat festen Wohnsitz und er hat das erste Mal jetzt so lange Haft verbüßt. Das würde ihm gerade in Anbetracht seines jungen Erwachsenenalters in die Chance geben, den Rest der Freiheitsstrafe, soweit überhaupt noch was zu verbüßen ist, im offenen Vollzug zu verbüßen. Ich beantrage eine milde Strafe und Aufhebung des Haftbefehls. Danke. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Tasic. Herr Hedicke, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich habe einfach verdammt großen Mist gebaut. Und es tut mir einfach nur leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt und erträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl bleibt aus den Gründen seines heutigen Urteils und seiner Anordnung aufrechterhalten. Denn das, Herr Hedicke, wird nicht das Einzige sein, sondern es wird auch zu rechnen sein, dass Sie die Strafe, die bislang zur Bewährung ausgesetzt worden ist, wegen Raubes, dass diese Bewährung widerrufen wird und dann kommt einiges zusammen. Herr Hedicke, das Gericht ist nicht so ganz überzeugt davon, haben Sie nun wirklich in Tötungsabsicht geschossen, ja oder nein? Und wenn wir etwas nicht beweisen können, weil wir Zweifel haben, Vermutungen reichen nicht, Meinungen reichen nicht, dann müssen wir zu Ihren Gunsten davon ausgehen. Deshalb hier kein Tötungsvorsatz, sondern eine gefährliche Körperverletzung. Die allerdings wollten Sie, und damit können wir auch berücksichtigen, dass 1 Zentimeter weiter, und wir würden uns hier über vollendeten Totschlag mindestens oder Mord unterhalten, denn dann gäbe es gar keine Diskussion mehr, dann hätte es endgültig gereicht. Herr Hedicke, ich weiß nicht, wie naiv Sie sind.
dass sie glauben, mit dem Zweitschlüssel, dann holt man sich irgendwelche Autos. Sie versuchen sich auf eine ganz seltsame Art bislang durchs Leben zu schlagen. Eine Zeit, Paula, haben sie mitgemacht und sie haben sich dann daraus trennen wollen. Aber wie denn? Indem sie 50.000 Euro von diesen beiden Jungs sich gegriffen haben. Es ist ziemlich naiv. Und sie hatten bereits einen Pfeil, 1 Zentimeter neben einer tödlichen Lungenverletzung. Also, dass sie überhaupt noch dieses Geld nicht gleich zur Polizei bringen wollten, hat mich gewundert. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir alles herausbekommen haben. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Florian Hädecke wurde in einem späteren Verfahren unter Einbeziehung der heutigen Verurteilung wegen zweifachen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Mirko Brandl wurde dafür zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten zur Bewährung verurteilt. Paula Münchow wurde wegen unendlicher Falschaussage zu 30 Arbeitsstunden verurteilt.